Denkt man an Gerhard Mercator, so denkt man vermutlich an seine wunderschönen Globen, seine genauen Karten oder seinen weltberühmten Atlas. Kein Wunder also, dass man ihn meist als Kartograf bezeichnet. Doch er selbst hätte diesen Begriff vermutlich abgelehnt. Wie Mercator sich selber sah, was er wirklich erreichen wollte und was aus seinen Plänen geworden ist, berichtet er in diesem Video. Geehrte Besucher, es schmerzt mich stets, wenn ich lediglich als Kartograf bezeichnet werde. Natürlich habe ich Zeit meines Lebens die Welt in Karten gestochen. Doch was viele nicht wissen, ist, dass es mir um weit mehr ging. Nachdem ich 1569 die Weltkarte zum Gebrauch bei der Seefahrt angefertigt hatte, konnte ich mich endlich mehr und mehr auf mein wahres Ziel konzentrieren. Ich wollte ein Werk über den Kosmos, also über die gesamte Weltordnung schaffen. Zunächst habe ich 1568 meine Chronologie herausgebracht, in der alle wichtigen Ereignisse seit der Schöpfung mit einheitlicher Datierung verzeichnet sind. Darin habe ich alle Geschichtsschreibungen, derer ich habhaft werden konnte, eingearbeitet. Eine monumentale Arbeit. Ein zweites Werk behandelt meine Ideen zur Schöpfung. Ich habe es geschafft, die biblische Entstehungsgeschichte der Welt mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Übereinstimmung zu bringen. Als Humanist bin ich ein Mann der Wissenschaft, aber eben auch ein gläubiger Christ. Es darf da keinen Widerspruch geben. Was wir Menschen vermessen und in Kupfer stechen, darf dem nicht widersprechen, wovon Gott uns in der Bibel Zeugnis gab. Der Mensch irrt, Gott in seiner Schöpfung nicht. Ein wesentlicher Teil meiner großen Weltbeschreibung ist natürlich die Darstellung der Länder und Meere, die ihr heute als Atlas kennt. Dazu gehört aber auch ein Werk über die antike Geographie. Und ein vollständiger Überblick über die politische Geschichte sollte eigentlich ein eigenes Werk werden. Zu jedem Erdglobus gehört ein Himmelsglobus. Und daher hatte ich auch nicht nur eine vollständige Beschreibung der Erde, sondern ebenso der himmlischen Sphären geplant. Leider hinderten mich jedoch die zahlreichen Forderungen des Tages und ja, später auch mein Alter daran, dieses Werk auch nur zu beginnen. Aber bitte glaubt nicht, ich wäre verbittert, weil ich nicht alle meine Pläne in die Tat umsetzen konnte. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Was Gott, der Herr, mich vollenden ließ, vollendete ich. Und dafür bin ich reichlich dankbar. Doch ich bitte euch, nennt mich fürderhin nicht mehr nur einen Kartografen, sondern Kosmograf. Dieses Video ist eines von vielen, welches Sie in der neuen Ausstellung Geister und Genies im Kultur- und Stadthistorischen Museum sehen können. Kommen Sie doch einmal in den Duisburger Innenhafen und tauchen Sie ein in das gelehrte Duisburg von vor 500 Jahren.